Hallo, Xiao. Hi, grüß dich. Und grüßt euch zu einer neuen Folge Schau mal, wer da kocht. Ich bin der Xiao, das ist der Zeng. Ich bin der Zeng. Ein sehr guter Freund von mir und der Familie. Und er zeigt euch heute oder uns, weil ich kenne es auch noch nicht so, wie du es gerade machst, Bianbian-Nudeln. Ich hatte ja schon mal Nudeln gemacht mit dem Sam und da hatten wir das auf die Schnelle gemacht. Auch nicht so wirklich drauf geachtet und euch auch nicht wirklich gezeigt, wie es richtig geht, weil ich bin da auch nicht der Experte. Deswegen habe ich mir heute Zeng eingeladen. Und erzähl doch einfach mal ein bisschen, warum kannst du diese Bianbian-Nudeln so gut? Naja, gut will ich nicht sagen, aber rein aus Hobby und mit Leidenschaft mache ich sehr gerne hausgemachte Nudeln. Das hausgemachte Nudeln, Bianbian-Nudeln, dauert ca. insgesamt 6 bis 8 Stunden. Und heute werde ich euch zeigen, wie man das zubereitet. Und was sind denn Bianbian-Nudeln? Selbstgezogene Nudeln, grund genommen. Selbstgezogene Nudeln. Mhm. Ist aber mit sehr viel Öl, glaube ich. Das ist ein großer Unterschied zu meinen. Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich ist im Öl angelegt. Im Öl angelegt. Das werde ich noch zeigen. Okay, gut. Gibt es denn heute nur Nudeln oder kann ich auch was dazu essen? Dazu wollten wir noch kommen, aber wollen wir. Okay. Nee, heute gibt es nur Nudeln. Und was mit Steak? Was ist mit den Soßen? Was? Das ist, wenn die Zeiten besser sind, dann kriegst du Steak. Wenn du die Kamera ruhiger hältst, dann kriegst du Steak. Ich habe jetzt schon Hunger. Guck mal, ich bin ganz schwach. Also, du kannst natürlich alles zu Nudeln machen. Jetzt geht es jetzt erstmal darum, die Nudeln zu haben. Und zwar richtig geile Nudeln. Ich habe sie letztens, fand ich, gut gemacht. Du hast sie ja nicht probiert. Aber er wird bestimmt sagen, dass sie scheiße sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich kann nur beste Nudeln machen. Weil ich mehr Leidenschaft habe. Also nur weil du mehr Nudeln isst als ich, glaubst du, dass du die Nudeln auch besser kannst? Habe ich zugenommen. Ja. Gut, dann fang doch erstmal an, uns zu erzählen, wie fängt man an, was machst du? Erstens, ganz wichtig ist, ich benutze sehr gerne Mehl von Diamant. Wir sind keine Sponsoren, also sind keine Sponsoren. Ja, den haben keine Werbung. Das haben wir gekauft. Ja. Aber warum nimmst du gerne Diamant? Ist es, weil du das kennst, wie sich das verhält? Ich habe verschiedene Hersteller ausprobiert. Von Diamant Mehl ist viel feiner und lässt sich besser ziehen. Das Wasser soll mischen. Lauwarmes Wasser soll sein. Das ist heißes Wasser, habe ich vorher gekocht. Mal ausprobieren. Warte, ich gebe dir was zum Rühren. Wir sind gerade nicht in der Küche. So, ich schätze so 35 Grad. 35, 37 Grad muss reichen. Okay, ich habe nichts zum Rühren hier. So, und ganz wichtig, Salz. So, fast 2 Teelöffel. Mhm. Auf ein halbes Kilo, also auf eine ganze Packung gehen wir jetzt davon aus. Das ist eine ganze Menge, oder? So eine ganze Packung. Gute Frage. Daraus können wir eigentlich 28, 30 Nudeln daraus machen. Eine Nudel ist ungefähr 1 Meter, 1,20 Meter lang. So genau weißt du es schon, ja? Dass sie dann so wird, okay? So. Wie viel Wasser gibst du jetzt dazu? Ich werde langsam zufügen. Mhm. Nicht auf Masse, ne? Mhm. Immer schön umrühren. Ich kann es dir jetzt mal zeigen. Genau, schön festhalten, danke. Das sind immer diese Chefköche, die brauchen immer ihre Zuarbeiter. Schlauer Bursche. Ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind wir nicht in meiner Küche. So ein. Oh, ja. Ja, sowas soll schon sein. Also so griebig, so ist genau, schon wieder. Genau. Naja, normalerweise arbeite ich mit Stäbchen, ne? Mhm. Aber weil das nicht jeder zu Hause hat, daher man kann auch natürlich mit Hand arbeiten. Also ich glaube, jeder macht das anders, aber ich bevorzuge da auch die Hand. Da hast du. Nee, das hat schon. Also man darf nicht festdrücken. Ne? Mhm. Man, mit Stäbchen hat einen Vorteil, man dreht sich langsam. Ich glaube, ich benutze das. Brauchst du dann noch eine neue Schale? Eine größere? Nee. Alles gut. So,
Jetzt hast du es ja schon eine Weile geknetet und was machst du jetzt? Ich werde 10, 15 Minuten warten und dann nochmal kneten. Okay. Ja. Wann weißt Ganz du? Wichtig. Ja. Das musst du nass machen. Mhm. Also ein feuchtes Küchentuch über den Teig. Und dann Oberfläche. Mhm. So. Ich hätte es dir auch schon vorher nass machen können. So. Aber so, okay. Wann wusstest du denn, dass der Teig genug umgerührt, geknetet ist, dass der jetzt... Wollen wir sehen. Nach 45 Minuten, dreimal 15 Minuten und dann wird der Oberfläche von unserer Teige sehr glänzend sein. Dann ist, dann sind wir soweit. So, jetzt sind wir ein Stückchen weiter, ne? Zum Hoppla. Wohl. Gut. So. Wir haben den jetzt circa 15 Minuten ruhen lassen und dann auch ein bisschen gequatscht, was halt jetzt gemacht werden muss. Und wofür machst du das dann, dass der dieses Kneten ruhen lassen, Kneten ruhen lassen? Na, den Teig muss sich quälen, damit er sich besser zieht. Quälen. 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 Wir müssen den Teig quälen, um den Schmerz zu schmerzen. Quälen zum Quellen. So, der quält und was man, so, der quillt, quält, nee, der quält. Nee, wenn das quillt, wenn das quillt ist. Ja. Egal. Das muss man sich ja. 这个面不行的话，你就好啊。对，我们中国人当然知道，不用告诉我们。Aber egal. Jetzt nochmal. Der Unterschied von dem ersten zum zweiten Mal schon, das Glatte von dem Teig. Nicht anfassen? Ja. Genau. So, machen wir jetzt nochmal. Nein. 10, 15 Minuten. Gut. Ne? Super. Dann sind wir beim letzten Punkt angekommen. Und zwar das... Oh. Schau mal. Jetzt sind wir beim letzten Punkt angekommen und das ist, denke ich mal, das Ausrollen oder das Ziehen auf diese, was meintest du, 1,5 Meter? 1,20 Meter. 1,20 Meter, also sorry. Also nochmal kneten. Weißt du das, weil deine Armlänge genau 1,20 Meter ist? Ja. Okay. Also es könnte von Person zu Person dann von der Länge variieren. Ja, so muss es aussehen. Schau mal. Ne? Okay. So muss es aussehen. Gut. Und jetzt haben wir als Zutat drin Weizenmehl, Salz und lauwarmes Wasser. Mhm. Also auch sehr einfach. Aber da kommt noch was dazu, nicht wahr? Nee, noch nicht. Noch nicht. Gleich. Gleich. So. Okay. Das sehe ich auch zum ersten Mal, so diese Technik. Ist das deine eigene oder wurde das dir so beigebracht? So beigebracht. Okay. Bei Maultaschen kannst du auch so machen, ne? Ja, wir rollen es eher aus. Es ist, glaube ich, von Region zu Region unterschiedlich oder vielleicht sogar von Familie zu Familie, weiß ich nicht. Dieses Reißen habe ich schon oft gesehen, dass das nicht gemacht werden soll. Sollte man nicht, ne? Oder schneiden, ne? Ja, aber es gibt ja auch viele Länder, wo der Teig dann geschnitten wird. Sagt man das bei euch richtig so, dass man das nicht schneiden soll? Bei Bärmbärmeer nicht. Okay. Bei Bärmbärmeer ist ganz wichtig, am besten ohne Messer. Ne? 100% mit in Hand. Ich decke das auch zu, bevor sich trocknet. Ich ziehe mir mal auch Handschuhe an.
Was ist denn jetzt dein Ziel damit? Was machst du oder wo willst du jetzt hin? Wieso ich möchte so, so eher Durchschnitt 2 cm, 2,5 cm soll sein. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass du es dann stückweise abreißt, oder? Mhm, genau. Okay? Hey, schau, du bist gut. War ein Scherz. Also ich habe auch schon Kommentare, dass ich viel mehr alleine kochen soll. Und die, die Idee gefällt mir auch immer besser. So. Das ist schon mal ganz gut. Mhm. Portionieren, jetzt, brauchen wir mal, jetzt brauchen wir mal eine Nahaufnahme. Wie portioniert der Profi? So, diese Länge. Immer diese Länge, ne? Okay. Ne? Ja. Abreißen. Okay. Ja, warte mal. Das kann ich, glaube ich, auch noch. Lass mich mal probieren, weil ich muss es ja auch lernen. Es geht anscheinend darum, das zu versiegeln. Schneller. Schnell, okay. Trocknen ist sehr schnell. Nein! Nein, du darfst nicht kneten. Okay. Nicht kneten, reißen. Jetzt. Dem einmal beiden Seiten. Okay. Bisschen, ne? Nicht so viel. Okay. Ja. Bisschen Tempo muss man haben. Okay. Und das wird dann. Oh, das Rollen ist dann nicht mehr so leicht. Das ist ja jetzt Öl, was wir haben. Bei mir ist es jetzt gerade nur normales Speiseöl. Gibt es da ein spezielleres Öl, was man nehmen kann? Nee. Macht das irgendeinen Unterschied? Naja, außer wenn man mit Erdnussöl benutzt, es schmeckt vielleicht ein bisschen intensiver, okay. Aber das reicht völlig mit Normalöl. Ne? Mhm. Hast du das Gefühl? Ja. Also wozu hast du jetzt Öl? Ich meine, ich kann mir vorstellen, damit es dann nicht zusammenklebt, aber hat es für den Geschmacklichen her irgendeinen... eine Bedeutung? Nee, von Geschmack nicht. Von, nur lässt sich besser ziehen und lässt sich nicht trocken. Okay. Ne? Wir machen jetzt noch schnell den Rest zu Ende und das kommt dann einfach in den Kühlschrank. Du meintest gerade 6 Stunden? Sollte am besten 6 Stunden. Man kann auch natürlich nach 3 Stunden schon ausprobieren, ob sich besser ziehen lässt. Mhm. Aber meine Erfahrung 6 Stunden. Gut, aber das ist dann so ein Ding, man kann es auch über Nacht im Kühlschrank lassen. Genau. Gut, dann wir machen das jetzt noch zu Ende und zeigen euch dann in der Küche, wie wir die ziehen. Okay, so, jetzt sind wir in der Küche und wir haben die ersten paar Vorbereitungen schon gemacht. Das erzählen wir euch gleich, was wir gemacht haben. Wir müssen uns nämlich jetzt beeilen. Die Nudeln werden... Sonst zu trocken werden es nicht. Genau. Wir fangen jetzt mit diesem Prozess an, die auszurollen. Beide haben Nudelholz. Kannst du das auch mit was anderem machen, außer als Nudelholz? Nee. Ja, aber mit Stäbchen, ne? Geht auch. Also, das ist ganz wichtig. Finde? Also, so sind die jetzt schon fertig. Also, zu ziehen. Genau. In der Mitte einmal drücken. Ich weiß sogar schon, warum das gemacht wird, aber vielleicht kannst du es mal dann, wenn du es machst, dann zeigen, erklären. Das erfahre ich später beim Ziehen. Aber ich kenne das zum Beispiel, was du meintest mit den Stäbchen, habe ich öfter gesehen oder ich sehe das mit dem Stäbchen immer. Ja. Vielleicht zeigen wir es den Zuschauern einfach auch. So, ne? Wenn du kein Nudelholz zu Hause hast, kann man das natürlich dann auch mit der Hand machen. Es ist schöner damit, aber... Einfach links, rechts... Links, rechts. Okay. Leicht andrücken. Stäbchen. Fertig. Okay. Also das Wichtige ist wirklich dann dieser kleine Streifen oder die Trennung in der Mitte. Ja. Gut. Dann sind wir hier auch schon fertig mit allen. Ja. Und können eigentlich gleich loslegen, oder? Oder müssen die jetzt noch? Nee, wir warten jetzt, bis das Wasser gekocht ist. Dann okay. Wir Und du musst jetzt dein Steak machen. Also, wir haben Rumpsteak und Entrecot sehr dünn geschnitten, so auf 1 cm. Die sollen jetzt einfach nur mit Salz und Pfeffer scharf angebraten werden. Genau. Okay, gut. Medium. Medium. Das ist natürlich, ich würde meine Steaks immer ein bisschen dicker schneiden. Die sind jetzt schon von Zink vorbereitet. Aber gut, dann
machen wir eine Pfanne warm. Ein paar Minütchen. Und du kannst ja mal erzählen, was wir alles so hier haben. Wir haben einmal... So, ich habe jetzt Sekunden gekocht Spinat. Blanchiert, kurz blanchiert ist das der Fachbegriff. Und mit kaltem Wasser, idealerweise bei so einem so Spinat, glaube ich, sogar Eiswasser besser, oder? Kaltwasser würde reichen. Eiswasser ist besser. Okay. Nein, kaltes Wasser, einfach nur zum Vorkochen, Blanchieren. Werden die jetzt noch gekocht oder kommen die einfach später in die Nudeln mit oben drauf? Oben drauf. Okay. Also dasselbe haben wir mit Sojasprossen gemacht. Einfach mit Wasser, mit demselben Wasser, man setzt einen Topf auf, ein bisschen Salz mache ich bei mir immer rein. Okay, die Vorbereitung zu den Sachen kommen halt Spinat, Blattspinat, frischer, der ist wie gesagt vorher einfach nur mal kurz blanchiert. Genauso die Sojasprossen, viel Lauch, Lauchzwiebeln, einfach in Ringe gehackt. Das Knoblauch, wenn man mag. Also ich liebe Knoblauch mit dabei, frischen Knoblauch. Und ich sehe hier Chili-Pulver. Chili-Pulver. Weißt du, welches, was für ein Chili-Pulver genau das ist? Das, gerade das ist, kommt aus meiner Heimat, aber man kann eigentlich beliebige Chili-Pulver benutzen. Spielt eigentlich wenig Rolle. Je nachdem, ob man scharf mag oder Knoblauch. Also ich glaube, ich kenne dieses Gericht von dir nur mit Knoblauch scharf. Das ist der Region bedingt. Hier ist sehr viel scharf in Xi'an. Ja. Mhm. Ich habe euch nochmal zeigen, meine Gewürze, vieles natürlich direkt aus China, auch aus Xi'an, da wo dieses Gericht herkommt. Also ich habe hier jetzt gerade so, die, würde ich sagen, die originalstmögliche Würzung, die du haben kannst außerhalb von China. So, ich glaube, die Pfanne ist heiß genug. Da die Steaks so dünn sind, werde ich sie mit wirklich hoher Hitze einfach nur mal anbraten. Das wird nur ein paar Minuten dauern. Also das ist fast so ein Minutensteak. Ja? Ich mache meine Nudeln weiter, du machst deinen Steak. Okay, gut. Ja, alles gut. Medium, ne? Ich tue mein Bestes. Einmal rein und auch nicht mehr viel bewegen. Das ist grober Pfeffer. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich den nachher erst drauf mache. Aber ich glaube, der kann ruhig auch ein bisschen, so ein bisschen Röstaromen haben. Also das ist rare Pfeffer. Bei Nudeln immer ein bisschen Salz ins Wasser. Wir hatten gerade die Diskussion, ob vor dem Aufkochen Salz rein oder nicht. Ich habe schon sehr, sehr oft jetzt gehört, dass es vollkommen egal ist, wann du es machst. Aber das sind, glaube ich, auch so eine Themen, das könnte man vielleicht auch mal bei so einer Folge haben. Was sind so eine typischen Sachen, die man sagt, zum Beispiel Nudeln mit Wasser abschrecken. Das sind so, so Fehler, die in der Küche gemacht werden. Ja. Jetzt sind, es kocht das Wasser, wir können ziehen. Und ich habe Zeng gerade schon, er hat es mir vorhin schon ein bisschen erklärt, man muss vorsichtig das Ganze, dass es gleichmäßig lang wird, das Klopfen. Und dann, dafür war dann auch diese Strich, diese Ritze in der Mitte, dass man es aufmacht. Bei mir, ich habe immer Angst, dass es noch reißt, aber, oh, schaut mal, gar nicht so schlecht aus. Die zweite Nudel, und das sieht schon besser aus als bei dir. Wir müssen ja auch ein bisschen Show bieten. So, gut. Halt. Immer mal zwischendurch umrühren. Kann man das auch vorher machen? Das und. Nee. Nein, also man muss wirklich dann auch die direkt ins Wasser. Oh. Ja. Okay? Jo, schau mal.
Nudeln. Ich glaube, diese dickeren am Ende, die so ein bisschen schlechter sind, die sind von Zink. Du, lass rein. Aber sonst sieht das schon richtig geil aus. Er bereitet erstmal Öl vor. Und ich kann ja vielleicht schon mal das Fleisch aufschneiden. Kannst du auch mit mir reden können? Ja. Also du willst ungleichmäßig geschnitten hey. Ja, okay, gut, weiß ich Bescheid. Ich mach sie aber einen Ticken feiner, okay? Nein. Okay. Du sollst frei zu sein. Okay. Ja. Okay. Super lecker. So, die Nudeln sind fertig. Wir holen sie jetzt erstmal raus. So, ich habe jetzt 20 Nudeln reingemacht. Das heißt, für 6 bis 7 Portionen. 20 Nudeln, 6, 7 Portionen. Bei 1,20 Meter die Nudeln sind wir auf 24 Meter Nudeln. Ja. Okay? So, und jetzt können wir verteilen. Schau, kannst du bitte Öl aufpassen? Natürlich. Wir haben jetzt hier Öl heiß gemacht oder machen es gerade heiß und das kommt jetzt zum Schluss noch über alles, nicht wahr? Ja. Dann haben wir die fertigen Nudeln nur kurz abgetropft und auf einen Teller. Genau. Du kannst ja schon mal, dann werden die getropft. Währenddessen schon mal Sojasauce, Schinkenlauch, Lauchzwiebel, ne? Zwiebel, wenn man. Gerne. Okay. Sojasprossen ist mehr. Also ich esse das sehr gerne. Mhm. Sojasprossen. Spinat. Steak. Schau, hast du ganz toll gemacht. Warte, ja. Ja, schönes Steak. Die Steaks sind gut geworden. Lass mich meinen Topf. Ja, okay. Toppen auf meiner Arbeit. Aber habt ihr auf dem einen nicht gerade vergessen, Sojasauce und so? Ich mache die Reihenfolge ein bisschen anders, aber du kannst ja mal kurz erklären, wir haben hier heißes Öl. Moment, Pfeffer, hast du Pfeffer für mich? Weißpfeffer? Direkt vorher, ich hab nur das. Dankeschön. Weißes Pfeffer, Chilipulver, ganz, ganz, ganz wichtig. Und natürlich Salz, aber ein bisschen Salz. So, okay. So, ich bin eigentlich soweit. Okay. Ciao. Ich lasse den Pfeffer. Du meinst, der Pfeffer ist ganz wichtig, ja? Ja, Pfeffer und Chilipulver ist ganz sehr wichtig. So. Jetzt kommt heißes Öl drüber, um, ich sag mal, das Chili-Pulver, Schnittlauch, Knoblauch nochmal kurz aromatisieren. Drei Löffel reicht. Drei Löffel, okay. Oh, schau mal, wie schön das aussieht. So. Na dann. Das sind Bärenbärenbären à la Zeng, würde ich sagen. Bärenbärenbären à la Zeng. Und es riecht auf jeden Fall schon mal richtig geil. Also der Knoblauch, das Chili. Und ich würde sagen, das ist ein Gericht, was ich so auch in China erwarten würde, in Xi'an. Oder? Genau. Ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zugucken. Wir werden es uns gleich schmecken lassen. Und ja, ich hoffe, du besuchst mich auch bald mal wieder in meiner Küche und zeig uns mal vielleicht was ganz anderes. Keine Nudeln, aber auch, ich merke gerade, scharf. Ich würde gerne mal mit dir vielleicht irgendwie frei schnauzen und scharf kochen. Das machen wir. Ja, das sind dann Bärenbärenbären à la Zeng. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ich würde dich sehr gerne wieder in meiner Küche begrüßen mit einfach mal frei Schnauze kochen chinesisch. Gute Idee, machen wir.
Ja, und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, abonniert, klickt, liked. Haben mich gefreut. Danke, Schaf.